die Frage, ob man das vielleicht direkt so nimmt und oben hin kopiert. Und dann halt nur noch ein Stück anpasst. Nee. Der ist es, genau. Jetzt ist nur die Frage, von wo ich jetzt gucke. Wahrscheinlich von hier. So. Zip. Nach hinten hin passt es ja eigentlich soweit. Und da machen wir dann einfach irgendwelche Übergänge, wo man jetzt sagt, ja, so könnte man das machen. Und ja. So, sorry, jetzt musste ich hier gerade nochmal unterbrechen, eine kurze Pause einfahren, schieben, wie auch immer. Und habe mir das gerade hier nochmal so betrachtet. Und muss sagen, nee. Es ist vielleicht doch zu rund für das, wie ich es mir vorstelle. Ich würde gerne mal was probieren. Ich nehme den mal kurz weg. Man kann es ja dann immer noch anders machen. Oder wieder rückgängig machen, wenn es nicht so wird, wie ich es mir denke. Mirror Clipping und Bevel. Wir ziehen jetzt hier mal, ein Punkt 3er Bevel drauf. Also teilweise mit der Atmung habe ich es ja überhaupt nicht so groß, muss ich sagen. So, zip. Und jetzt machen wir das einfach mal so. Das war den so ziehen. Wir müssen das jetzt hier gerade mal anpassen, dann können wir das hier ans Grundgerüst nochmal ein bisschen anbringen. Weil von den Grundproportionen hat es mir eigentlich soweit ganz gut gefallen. Mal gucken, wie das jetzt hier mit dem Bevel wirkt. Nur ein Punkt 2er Bevel ist vielleicht noch ein Stück besser. Dann müssten die wahrscheinlich noch ein Stück größer werden. Nehme ich mal an. Dann würden die sich nämlich in der Art und Weise perfekt einbinden. Könnte man das so machen in etwa? Hätte ich mir gedacht. So in dem Dreh. Also so, dass es wirklich ziemlich rustikal wird. Ziehen wir den mal nach hinten. Guck mal aus der oberen Sicht, wie das aussieht. Wahrscheinlich in etwa bis hier bräuchte man das. Und dann zip. Ziehen wir den auch ähnlich hier lang. Wahrscheinlich sowas in dem Dreh. Ist wieder falsch gemacht. Und ziehen den dann mal so. In etwa so könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Muss ich nur mal gucken, wo hier genau die einzelnen Kanten sind wieder. Wir machen es mal so. Oder nee, warte mal. Das ist mir hier zu kompliziert, das so zu machen, damit es ordentlich wird. Ah, shit. Machen wir es so. Und da sehen wir schon, dass es sich von der Drehung her nicht ganz einfügt. Ups. Drücke heute aber auch immer die falschen Tasten übrigens. Aber das macht ja nichts. Auch wenn man mal die falsche Taste drückt, findet man immer wieder zurück dorthin, wo man hin möchte. So, zack. Jetzt haben wir das so. Und ich glaube, das könnte so vielleicht ein bisschen besser aussehen, wenn man das so macht. Wir verstecken das mal. So, zip. Dann würde man das vielleicht so machen, könnte dann hier vielleicht eine Unterteilung reinziehen. Achso, ich habe das jetzt ja hier ein bisschen doof gemacht. So, würde das Ganze dann so hochziehen. Aber ich glaube, das ist auch wieder zu eckig, oder? Ah, ich bin tatsächlich ein bisschen
ja, unschlüssig, was diese Mühle betrifft, weil ich mir eine Mühle eigentlich immer eher ein bisschen runder vorstelle. Man könnte jetzt natürlich hier was reinziehen und das dann so rausziehen, aber dann würde man am Ende wahrscheinlich an der gleichen Stelle landen wie vorher. Man müsste dann hier noch einen zusätzlichen, also so eine Strebe hier, zusätzlich noch an die Seite bauen. Die könnte man dann ja auch ein bisschen kleiner machen. So vielleicht. Und dann müsste man hier durch eventuell das so machen und das dann so rausziehen. Und das dann so vielleicht ein bisschen zusammenziehen. Das könnte vielleicht was werden, dass man das da wirklich sehr rustikal hat. Und man müsste halt auch gucken, wo genau die Tür wäre, wie groß die Tür wäre und so weiter, dass man hier diesen Abstand halt auch groß genug hat. Deswegen ziehe ich hier vielleicht gerade schon mal die Tür rein, in etwa nur. Plane. Drehen wir einfach mal um 90 Grad, wie groß die sein könnte. Moment. Wo haben wir denn jetzt hier mal unsere Tür? Da haben wir sie. Gucken wir mal von vorne. Die müsste in etwa, ja, sowas in dem Dreh sein. Ein bisschen größer. Ja, nicht ganz so groß. So in dem Dreh müsste die Tür sein. Das heißt, Zip Selection to Cursor. Kann man den Rest wieder ausblenden. Nur, dass wir halt die Proportionen haben. Und da sehen wir schon, wie klein die Kirche eigentlich ist. Die Kirche, die Mühle. Was habe ich denn heute immer mit der Kirche? Jetzt muss ich doch mal die Kirche im Dorf lassen. So, das müssen wir dann natürlich noch entsprechend anpassen hier. Das ganze Geraffel. Hier unten noch gleich mal die Faces entfernen. So. Genau, und dann brauchen wir nämlich eigentlich den zweiten Kollegen hier gar nicht, sondern ziehen hier einfach wieder zwei Vertices raus, die wir mit Rechtsklick einfach wegklicken und dann haben wir das da soweit. Und jetzt haben wir hier unsere Tür und wir sehen, die ist natürlich wirklich maximal groß. Das heißt, wir müssen das mal so machen. Und das dann eventuell so machen. Dann müssen wir das so machen. Dann müssen wir das so machen und dann machen wir das so. Ja. Wenn wir alles so gemacht haben, machen wir das so. So, jetzt haben wir dann etwa die Tür und jetzt können wir auch ein bisschen schöner hier diesen ganzen Zaunkollegen oder diesen Designkollegen hier ein bisschen besser anpassen. Den ziehen wir jetzt einfach mal hier so hoch. Zack. Zum Beispiel hier den Kollegen. Zack, der ist ja. Warte mal, wie machen wir das? Den könnten wir jetzt eigentlich auf Z einfach auch nochmal duplizieren. Ist natürlich die Frage, wie oft macht man das zweimal? Oder reicht einmal aus? So vielleicht. Dann könnte man das skalieren, gesperrt auf. Moment. Medium Point. Skalieren, gesperrt auf. Nee, skalieren, gesperrt auf Y. Ja, wird dann nicht ganz so schön, oder? Müsste man hier dann noch mal ein bisschen nachbessern, man das da wieder reinzieht. Dann ist der untere, hups, ein bisschen dünner. Na, sag mal. So, so müsste es eigentlich sein. Dann haben wir das soweit relativ schön ausgebaut. Hier fehlt mir übrigens noch was drauf und zwar natürlich der Bevel. Aber hier würde ich vielleicht gerne
nur ein 0,5er Bevel drauf haben oder ist auch noch zu viel eigentlich. Punkt 3 geht ja nur darum, dass die Ecken ein bisschen abgerundet sind und dass es nicht ganz so klobig aussieht. Und jetzt nehmen wir hiervon nochmal so einen, der ist ja gerade, ja. So, drehen den, achso, wenn ich den jetzt auf Z drehe, auf Y drehe, muss ich Clipping vorher ausschalten. Skalieren den auf Z ein Stück runter. Und jetzt würde ich hier gerne vielleicht so in der Richtung die Verbindung herstellen. Ach mal, so, zack. Dass man hier vielleicht eine Art, ja, weiß ich nicht, was das jetzt sein könnte. Dass da halt so eine Verbindung da ist, aber das müssen wir ja auch noch anpassen, denn ja, warte mal, wir müssen hier erstmal ein bisschen was aussäubern. So, ein bisschen größer gezogen. Ein bisschen was aussäubern. Geht das so? Mit den Crease? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das geht so gar nicht. Nee, das geht so gar nicht. Das ist ja Scheibenkleister. Gut, dann müssen wir es doch mit Edge Loops machen. Weil hier ein paar schönere Kanten drin haben, die ein bisschen besser aussehen. Müssen wir dann einfach so machen. Dann wirkt es wieder ein bisschen klobiger. Aber das müssen wir dann mit dem restlichen Design noch ein bisschen auffangen. Mal sehen, wie wir das am geschicktesten machen. Der müsste jetzt nach dort. Und an der Stelle hängt es natürlich dann ziemlich in der Luft. Aber das machen wir gleich noch. Ups, na sag mal hier, Charlotte. So. Erstmal verbinden wir hier alles soweit zusammen. Alles hier halbwegs einen Sinn ergibt. Ich sehe auch gerade, jetzt haben wir das hier so gemacht, dass der auch nicht mehr so richtig so wie ich es mir vorgestellt hätte. Jetzt sind die verschlafenen Schlafbären wach geworden, so wie es klingt draußen. Meine ganze Mitbewohnergesellschaft hier draußen. Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit rauszugehen, deswegen gibt es gerade erstmal Wichtigeres. So. Zip. Eventuell. So. Und jetzt müsste der eigentlich auch noch ein ganzes Stück rüber, oder sehe ich das verkehrt? So, vielleicht brauchen wir hinten diese Verbindung auch gar nicht. Das könnte man eigentlich auch mal probieren. Wenn man das einfach weglässt. Was wäre eigentlich, wenn man den so runterzieht? Ginge das eventuell? Sehe das vielleicht sogar gut aus? Ach so, nee, das sehe nicht zwingend gut aus, weil da natürlich auch der Knick drin ist und den müssten wir irgendwie rechtfertigen, den Knick. So, das heißt, es müsste sich auch so knicken, dass es um die Kirche drumherum geht. Also irgendwie ist das jetzt ein nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Wir müssen uns da mit dem Design vielleicht noch was anderes ausdenken. Es ist auch vorne, es wirkt irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber so ist das nun mal in einem Let's Play. Man muss auch mal Sachen abreißen und ja, dafür andere Sachen wieder hinbauen und so weiter. Dass da wirklich die
die Vielfalt mal ein bisschen zum Tragen kommt, würde ich fast sagen. So, Musik ist glaube ich schon wieder zu Ende. Jetzt kommt schon wieder das Jazz-Ding. Geht mir hier auch im Sack. Eigentlich habe ich derzeit nur zwei Lieder, die ich hier gerne höre, und das sind ausgerechnet auch noch die kürzesten. Naja. Bam, bam. So, Tür ist ja drin. Machen wir einfach mal dahin.